Herr Magister Teufelberger, hier stehen wir vor dem Traunsteinblick, wohnen mit einem neuen Aussichtsgefühl. Wie ist die Aussicht, das Haus, das im Mietverkauf steht, zu vermarkten? Wir haben mit der Vermarktung bereits begonnen und 33 der hier entstehenden 66 Mietkaufwohnungen sind bereits fix vergeben, sprich 33 sind noch zu haben. Übergabe wird im März nächsten Jahres sein. Alle Wohnungen sind ausgestattet mit Balkon oder Gartenflächen. Es gibt PV-Anlage am Dach, Fernwärme, also alles am neuesten Stand. Und bei unseren Kunden und Bewohnern kommt die Mietkaufform derzeit ganz gut an und wir glauben, dass das sehr gut angenommen wird und ein gutes Wohngefühl entstehen wird. Wo vor wenigen Jahren noch der Ball rollte, da rollen in Kürze dann die Bagger an. Ein Objekt, das auf einem ehemaligen Sportplatz steht. Wie weit sind hier die Baufortschritte oder die Planungen? Wir haben mit dem ersten Bauabschnitt bereits vor einem Jahr begonnen. Dort ist der Rohbau im Entstehen. Ich glaube, wir sind derzeit beim dritten Geschoss. Da wird die Fertigstellung noch circa ein Jahr dauern. Die Vergabe wird Ende des Jahres beginnen. Es entstehen dort im ersten Bauabschnitt 60 Mietwohnungen, geförderte Mietwohnungen plus 16 junge Wohnen, die auch dort, wo wir es bisher gebaut haben, ganz gut ankommen. Der zweite Bauabschnitt, das sind drei Punkthäuser, wird dann Ende des Jahres begonnen und dort werden Mietkaufwohnungen entstehen. Wer die Heimstätten kennt, weiß, dass die Weichen richtig gestellt sind. Da fahren wir gleich auf Schiene zum Lokalbahnhof. Auch dort ist ein Objekt im Entstehen. Und welchen Appell richten Sie an junge Leute, denn es im Augenblick wirtschaftlich nicht so gut geht, weil die Eigenkapitalsituation nicht die beste ist? Es liegt nicht nur an der Eigenkapitalsituation. Ich glaube, da spielt viel weiteres mit, nämlich auch die Kapitalzinsen, sowie die Zinsen am Kapitalmarkt, sowie die KIM-Verordnung. Insofern glaube ich, dass für junge Menschen in das Eigentum einzutreten in Form eines Mietkaufs, also einer Miete mit Kaufoption, eine derzeit ganz gute Option ist, weil man sich den Preis, den es jetzt kosten würde, behält bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann eventuell kaufen will, also sprich normalerweise 10 Jahre später. Das ist eine Empfehlung, die ich abgeben würde, auch meinen eigenen Kindern. Insofern konzentrieren wir uns als Welser Heimstätte derzeit sehr viel auf Miete und Mietkauf. Der Eigentumsmarkt ist abgesehen von den High-End-Produkten, wie man auch den Medien entnehmen kann, einigermaßen eingebrochen. Wir antworten mit Miete und Mietkauf. Der ehemalige Lokalbahnhof wird das dann quasi eine Hauptwohnstätte der Heimstätte für Leute, die günstige Mietkaufwohnungen suchen. Der Teil des Lokalbahnhofsareals, das wir haben, das ehemalige Questa-Areal, wird derzeit von den Archäologen abgesucht nach Münzen und Mauern und Scherben. Das wird noch einige Zeit dauern bis Oktober. Wir hoffen, im Frühlingssommer nächsten Jahres mit dem Bau beginnen zu können. Es werden dort verschiedene Wohnformen entstehen. Es ist eine sehr zentrale Lage und ich glaube auch gute Lage. Vom Eigentum inklusive zum Büro und Geschäftsflächen sowie Wohnflächen im Eigentum, im Mietkauf und auch in der geförderten Miete. Also alles, was man sich vorstellen kann. Aufgrund der Lage und auch des Wettbewerbsergebnisses, das einen sehr qualitätsvollen Bau erwarten lässt, wird aber ein größerer Teil auch im Eigentum vermarktet werden. Das sind ja auch viele Projekte. Wir wissen, dass das bei der Heimstätte in guter Hand ist und wünschen Ihnen für diese Bauform viel Erfolg. Danke für das Gespräch. Dank.